Klingt, als ob jemand den ersten Schuss abgegeben hat. Moment, Ingenieur. Ein Glückslos. Frank West, ich bin Fotojournalist. Hätte ich mir denken können. Und jetzt los! Oh, verdammt, Frank! Diese Leute brauchen medizinische Hilfe! Können Sie Obscurus in Schach halten? Sie sind Florence Nightingale und ich Rambo. Und wenn das alles vorbei ist, tauschen wir mal. Okay, ich schulde Ihnen was. Einverstanden? Gib mir Deckung! Da ist unser Ziel. Mach's gut! Da kommen Sie! Mehr Bösewichte! Auf 12 Uhr oder so! Sieh zu, dass das bandagiert wird. Nicht schlecht, damit du alleine klarkommst. Ja, ich war Kriegsberichterstatter. Wirklich? Bei welchen? Ah, Tom meinte, sie könnten mich in den Staudamm bringen. Tom, richtig. Ja. Die Stadtschlüssel. An der Seite des Staudamms befindet sich eine Wartungstür. Damit kommen Sie rein. Woher haben Sie diesen Schlüssel? Vor dem ganzen Chaos war ich Chefingenieurin bei der Stadt. Hab das meiste hier noch im Kopf. Ja. Und ich bekomme sie einfach. Klar, ich habe mit Vic gesprochen. Sie sagte, Sie waren beim ersten Ausbruch dabei. Ja, das war ich. Was hat sie noch gesagt? Naja, noch ein paar Sachen. Okay, na dann in diesem Sinn. Oh, hey, Moment. Meine Jungs sind verletzt. Sie müssen zurück zu Tom. Ja, tut mir leid, ich wünschte, ich könnte. Hab noch was vor. Er ist wirklich ein Arschloch. Oh ja? Sie haben keine Zeit zu helfen? Ich keine, um zu reden. Ich dachte, Sie wollten los.
Frank, lebst du noch? Ja, bin gerade beschäftigt. Kennst du Tom Picton? Früher ein Milchbauer, jetzt Anführer des Widerstands. Eine seiner Anhängerinnen, Hammond, hilft mir, in den Damm zu kommen. Obscurus hat dort eine Falle für das Monster aufgestellt. Oh, klingt interessant. Ich höre den Funk ab, mal sehen, was da passiert. Das wäre eine echte Hilfe, Brad. Danke. Winsel um Gnade! Ja! Halt! Im Namen des Gesetzes! Yeah.
Ich frage mich, was da los ist. Da! Oh, Mann.
Wollen wir doch mal sehen, welche verdammten Beweise du versteckst. Hallo? Wer ist da? Ich kann Sie nicht sehen. In der Ecke ist eine Lampe. Machen Sie die an. Wo ist mein Notizbuch? Hey! Werde ich besser im Auge behalten. Also, könnten wir... Oh, oh mein Gott, Frank! Komm schon, hol mich hier raus, bevor sie zurückkommen! Wie geht's, wie steht's? Hast sie mit dem Falschen angelegt, was? Oh, du bist es! Der Retter von Willamette! Sag mal, habt ihr vielleicht eine Sekte gegründet, die ich anführen sollte? Oh Mann, nein, nein! Obscurus schiebt voll Panik wegen dieses Monsters! Sie haben da was total Geheimes herausgefunden. Und wir nicht! Tja, das sind eben professionelle Militärprofis, während du nur für den Blog deiner Freundin schreibst. In diesem Besprechungsraum hier muss es ein paar Informationen geben. Mach mich los! Nein, nein, nur die Ruhe. Erhol dich. Ich mach das schon. Hier steht, dass sie es schon seit vor dem Ausbruch gejagt haben. Mann, die haben es bestimmt selbst erschaffen. Im Geheimlabor. Das ist eine Anfrage nach mehr Exosuits für Willamette. Schwere Kampfausrüstung. Das Monster ist zu schnell und zu stark für normale Waffen.
leichte Beute. Calder, was ist das? Ein Akronym? Ein Projekt? Ein Name? Ich weiß nicht. Aber sie haben echt Schiss davor. Es hat ihre Leute getötet und es will mehr. Und das lebt in der Kanalisation. Dort wollen sie es stellen und fangen. Und ich weiß auch wo. Mach mich los. Wir gehen zusammen. Was zum Teufel war das? Das Monster, Frank. Hey, komm schon. Mach mich los. Du bleibst hier, Darcy. Hier bist du sicher. Glaube ich. Was? Hey, du kannst mich nicht hier zurücklassen. Komm schon, Mann. Hey, warte. Frank! Frank! Heilige Ich habe noch nie ein Monster interviewt. Das nenne ich mal eine Exklusivstory. Trainingszentrum gewesen. Sie kam öfter in die Stadt, um ein paar Sachen einzukaufen. Wir wollten mit ihr reden. Eine Ärztin könnten wir gut gebrauchen. Aber... Und dann hat sie Blendgranaten verwendet. Ja, sie hat damit die Zombies außer Gefecht gesetzt und ihnen dann Proben entnommen oder so. Joe und ich haben uns nur angeschaut und sind dann nichts wie weg. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Kann ich Ihnen eine Dose Spaghetti Sie einfach besorgen? Was war das? Zielgesicht! Ja! Yeah!
Nennt mich Mr. Alleskönner. Versiegelung ist erfolgt. Kartführer, los, 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 Beeilung, Leute! Also gut, dann mal los, da haben wir doch schon was. Okay, sehen wir uns das mal genauer an. Was ist das denn bitte? Und was ist in diesen Kon...
In Old Town fand ich heraus, dass Obscurus etwas jagt. Und dieses Etwas macht auch Jagd auf sie. Apropos Psychos. Vic hat Dreck am Stecken. Sie liefert Überlebende für ein Exklusivinterview mit Fontana von Obscurus ans Messer. Sie ist noch verrückter, als ich dachte. Aber nicht so verrückt wie dieser Tom Picton. Der schießt den Vogel ab. Früher Milchfarmer, jetzt Faschist. Ein echt guter Freund. Seine Technikerin Hammond gab mir einen Schlüssel für den Damm. Dort hat es Obscurus hingelockt. Dieses Ding. Sie ist cool. Wir sind jetzt Freunde. Ich habe gerade noch gesehen, wie Obscurus diesen Korder verfrachtet hat. Wer oder was das auch ist. Und jetzt verfolge ich sie, um herauszufinden, wer oder was dieser Korder ist und warum Obscurus ihn unbedingt haben muss. Obscurus hat jetzt das Monster im Truck gefangen und bringt es irgendwo hin. Ich werde sie verfolgen. Ich verbinde dich mit ihrem Funkverkehr. Das sollte dir helfen. Und noch etwas. Ich glaube, Calder ist der Name des Monsters. Klingt nach einem Menschen, nicht nach einem Monster. Ich checke das. Ich angreife! Rückzug! Hier! Alles gut! Wir müssen dafür danken! Danke, McGarver! Scheint den Konvoi anzugreifen. Weißt du wer? Weiß nicht. Vielleicht Toms Leute? Ziemlich mutig für ein paar einfache Farmer. Was läuft denn hier? Es geht doch nichts über den Duft Fennel-Dakar. Yeah!
Obscurus miserable Fahrer oder hier läuft große Scheiße. Füll deine Vorräte auf. Hereinspaziert. Ein Blick kann nicht schaden.
Ich helfe gern. Ich habe den Containertruck gefunden. Da stimmt was nicht. Ich schau's mir mal an. Lass dich nicht auffressen. Ah, danke für den Tipp. Ja, das sieht interessant aus. Hey, du, hilf mir mal, ja? Oh Gott, du bist Frank West. Mir geht's echt übel. Ich brauche Morphium. Im North Peak Unterschlupf gibt's was. Besorg mir Morphium, dann verrate ich dir, was wir transportiert haben. Abgemacht? Abgemacht? Okay, okay. Ich denk drüber nach. Gut, aber beeil dich. Frank, hier ist Paula. Habe noch ein paar interessante Hinweise für dich. Schick sie dir gerade. Deck dich ordentlich mit Zeug ein. Du willst nicht mit bloßen Händen daraus, oder?
Da draußen muss man vorbereitet sein. Schon. Ist gefährlich da draußen. Das West. Sorry, ich erkenne nichts. Oh, gut. Ich mag dich, West. Aber ich kann nicht verraten, was wir transportiert haben. Aber ich kann sagen, dass Command es eine Bergungsmission nannte, bei der etwas zu F&E-Zwecken aus der Stadt gebracht wurde. Interessant. Okay. Wenn du eine Decke findest, oder Alk, dann... Okay, was zur Hölle geht denn hier? Die Tür wurde von innen rausgeschlagen. Wer zur Hölle war das? Keine Ahnung, aber es sieht aus, als wäre Godzilla mit seinen Freunden über diese Obscurus-Einheit hergefallen. Ich werde... Was war das? Mein Pulitzerpreis. Ich muss weg. Wo willst du denn hin? Thank you.
Überall Eisenbahnleute. Meinst du, das war Calder? Das hoffe ich in die alten Abwasserkanäle. Brad? Bist du da? Scheiße. Keine Sorge, Frank. Noch nie ist in einem Abwasserkanal etwas Schlimmes passiert. Aber du klingst angepisst. Oh, Scheiße. Hey, ich wollte gerade. Okay.
super schräger Zombie! Guter, guter, süßer, super schräger Zombie! Ein normaler Zombie wäre jetzt schon atomisiert! Oh Mann! Nicht wirklich, oder? Der schlimmste Dreier meines Lebens! Oh, das ist unfair! Forschungsleiterin. Sie müssen nach West Ridge kommen, damit wir uns treffen können. Ja, wird das eine zitierfähige Unterhaltung werden, Dr. Blackburn? Sagen Sie dem ZDK, ich möchte in den nächsten 48 Stunden per Helikopter ausgeflogen werden. Dafür biete ich Informationen. Ich sehe, was ich tun kann. Werfen Sie mir doch schon mal ein Infohäppchen rüber. Ich habe den Ausbruch nicht verursacht, Mr. West. Wir sind schon länger hier, seit Jahren. Erinnern Sie sich an einen Wissenschaftler namens... Doktor? Dr. Blackburn? Das klang nicht so gut. In der Caribbean Cove gefangen gehalten. Sieh dir mal an, nicht, dass sie was Verrücktes tun. Das dürfte interessant werden.
shelf with our meat and handmade sauces. Yeah, you must try Oma's yummy rouladen with juicy bacon and Opa's hand-pounded wurst. Und forget Baron von Brathaus's famous chork sausage. Mit Sablet von Chicken und Pork from the Deutschland. Danger. Intrigue. More danger. The Institute of Hyenical. Ich möchte bitte rein! Mr. West, Sie sind hier, ja? Ich werde mich lieber selbst mit einem Hammer schlagen, aber okay. Yeah!
Kugel mit deinem Namen drauf. Das war's! Ich hab doch was gesehen. Komm raus, kleine Maus! Du willst sterben? Sehr gern.
Ich muss hier weg! Wie jetzt? Ich soll also deinen Schlamassel aufräumen? Das ist zu viel! Testen wir es mal. Scheint brauchbar zu sein. Yeah.
Ich muss hier weg! Hey, warte! Bist du verrückt? Ich tauche jetzt besser mal ab. Alles klar, aber lass das ja nicht zur Gewohnheit werden, okay? Scheiße! Hab in die Tiefe mit dir! Wow! Das ist echt fies! Keine Angst vor Black Friday, wir reißen mal hin! Sie braucht nicht mal ein größeres Boot. Das!
Magie. Idiot! Bla bla bla! Captain Black Friday wird nicht besiegen! Fluchte! Okay. Lass mich das kurz sortieren. Imaginärer Marketing-Piraten im Caribbean Cove ein. Harmloser Promostunt oder Verunreinigung der Trinkbrunnen mit bewusstseinserweiternden Chemikalien? Ha!
Nie hat man seine Ruhe. Nie hat man seine Ruhe. Echt jetzt? Da war eine Biene. Also, gern geschehen. Has reopened to the public. Come taste our award-winning ice wines for the flavor experience critics have described as transcendent. Tastings daily from 10 a.m. to midnight. Call the Apple Winery and Vineyards. Eternal bliss in every bottle. Come to town. Fight the water wars, we're running down. Hold on to the ground, we're down. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way. Stand to the ground. Hold on to the ground. Scheiße! Das sind zu viele! Ich brauche hier Hilfe! Für nichts. Ja.
Atmen im Vorteil. Die Scheiße hier mache ich nicht nochmal. Hey Brad, kannst du eine Obscurus-Wissenschaftlerin ausfliegen lassen? Wäre mir ein Vergnügen. Und ich habe auch schon den nächsten Wick-Report. Hör's dir an. Ich hörte, der Hinterhalt endete in einer wilden Schießerei. Keine Ahnung, ob Hammond das überlebt hat. Der Zweck heiligt die Mittel, oder? Leute ausnutzen für die nächsten Story-Fitze? Das ist genau das, was Frank tut. Ganz ruhig. Frank? Vic? Was machst du hier? Was ich hier mache? Ich konspiriere zumindest nicht mit einer paramilitärischen Gruppe. Ich nicht, Vic. Das mache ich nicht. Und ich foltere keine Frau für eine Schlagzeile.
während ein paar durchgeknallte Hohlköpfe die Tür bewachen. Das mache ich auch nicht. Das mache ich Sie mich. Klappe! Das mache ich nicht. Was machst du hier überhaupt? Ich habe echt Probleme, dir das abzunehmen. Ich will herausfinden, für wen die Soldaten arbeiten. Wie der Ausbruch begann und was sie da gemacht haben. Du hast Hammond und ihre Leute in Gefahr gebracht. Beinahe wären sie tot, weißt du das? Ist dir das bewusst? Commander Fontana wollte niemanden töten. Aber dann haben Toms Leute zuerst angegriffen. Und du glaubst das? Wie naiv bist du eigentlich? Hallo? Oh, Klappe zu! Nein, 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 ich weiß, worum es hier geht. Du bist scharf auf eine fette Story, die ultimative Enthüllung. Das ist alles, um das es sich für dich dreht, oder? Nimm dir, was du brauchst und hol dir die Kohle. Verschwinde, du Anfänger. Ein Aasgeier. Das ist alles, was du bist. Wir müssen hier weg. Die könnten zurückkommen. Und wer war das? Eine Freundin von Ihnen? Nur eine verirrte Seele. Was wollen Sie mir sagen? Unsere Forschung bei Obscurus. Sie basiert auf einem Projekt, das vor 15 Jahren aufgegeben wurde. Vor 15 Jahren? Also beim ersten Ausbruch? Ja. Das Projekt wurde in einem Geheimlabor durchgeführt. Irgendwo hier in Willamette. Und lassen Sie mich raten, Obscurus hat nach diesem Geheimlabor gesucht? Wie besessen. Woran da gearbeitet wurde, hatte das Potenzial, die Natur der menschlichen Existenz an sich zu verändern. Wow, scheiße. Hier, schauen Sie. Machen Sie ruhig ein Foto. Das dürfte interessant werden. Das funktioniert hat. Heilige, das ist Dr. Barnaby, der Vater aller Zombies. Er steckte hinter dem Geheimlabor und dem Forschungsprojekt. Beides wurde aufgegeben nach seinem Tod 2006. Sie wissen, wo das Labor ist, oder? Wir waren jahrelang Kollegen. Ich schwöre auf das Leben meiner SD-Karte, wenn Sie mir sagen, wo das Labor ist, kaufe ich Ihnen einen Helikopter. Dann gehen Sie zur Golden Apple Winery. Barnaby hat damit das Labor getarnt. Schauen Sie sich im Keller um. Das werde ich. Eine Frage noch, Dr. Blackburn. Was hat das mit der Katze auf sich? Was? Ach, er hat das blöde Vieh geliebt. Passen Sie auf. Das Kampfgeschehen wird die Horde angelockt haben. Im anderen Zimmer ist ein Exosuit. Ziehen Sie den an und lenken Sie ab, damit...